herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf dem Channel YellowFX18. Heute möchte ich euch gerne erklären, wie ihr Comments in euer Plugin einbringt. In der letzten Folge habt ihr ja schon kennengelernt, wie man halt OnDisable und OnEnable macht und wie wir da kleine Ausgaben machen. In dieser Folge möchte ich halt erklären, wie wir Comments einbauen. Dazu gibt es zwei Methoden theoretisch. Zum einen wäre da halt die Methode, dass wir halt einmal die Public Void, Public Boolean on Comment Methode in die Main-Klasse reinschreiben, also in diese Klasse hier. Das wäre Methode 1. Oder halt Methode 2, wir würden einen Comment Executor nehmen. Der Comment Executor, den nehme ich in diesem Fall nicht. Aus dem Grund, da der Comment Executor einen Comment Executor zu machen, müsste man wissen, wie man klassenübergreifend arbeiten kann. Das Ganze habe ich aber noch nicht erklärt und von daher möchte ich das erstmal nochmal rauslassen. Das heißt, den Comment Executor werde ich später nochmal, also vielleicht in den nächsten paar Folgen, wenn wir mit den Listener begonnen haben, werde ich ihn auch erklären. Und von daher werde ich jetzt beginnen und erklären, wie man halt einfach Comments in das Plugin einbringt. Ich werde jetzt ein paar einfache machen, deswegen ist das Tutorial jetzt diesmal nicht so lange werden wie das andere. Ich denke, wir werden jetzt hier im Bereich von 10 Minuten sein, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man erfährt, wie Comments funktionieren. Dafür machen wir einfach eine Methode, wie letztens schon erklärt, die Methoden onEnable und onDisable werden überschrieben. Genau das gleiche gilt für die Methode public boolean onComment. Und diese Methode brauchen wir halt, public boolean on und dann comment. So, und damit hätten wir halt diese Methode. Als Return-Wert wird standardmäßig, wenn man diese Methode so einsetzt, voll zurückgegeben. Wir wollen aber einen True zurückgeben, weil bei einem Rückgabewert von False wird der Comment, der eingegeben wird, auch nochmal zurückgegeben. Das Ganze wollen wir aber nicht. Ja, und jetzt müssen wir hier oben in OnComment ein paar Werte eingeben. Das ist einmal CommentSender, den nennen wir Sender, dann CommentCMD, StringCMDLabel und String. In diesem Fall Ecke Klammern auf, damit es ein String Array, args. Dann halt den Comment-Sender müssen wir einmal portieren. Den Comment ebenfalls. Beim Comment müsst ihr darauf achten, dass ihr Comment nimmt und dann Org Bucket Comment und nicht Org Bucket Material. So, und damit haben wir jetzt unsere Sachen eingefügt. Jetzt möchten wir gerne noch für unser Plugin mal abfragen, ob der Sender des Comments ein Spieler ist oder nicht. Jetzt werdet ihr euch fragen, es muss doch immer ein Spieler sein. In diesem Fall nein, muss es nicht. Wenn ihr die Konsole kennt, dann wisst ihr sicherlich auch, dass über die Konsole auch Comments eingegeben werden können. Und da wir aber in diesem Fall halt Comments machen, die zum Beispiel einen Rückgabewert an den Spieler geben sollen, fragen wir vorher ab, ob der Sender ein Comment ist, ein Player ist. Dafür machen wir if, in Klammern, Sender, Instance of, also Instance of zusammengeschrieben, dann wird es auch in diesem Fall rot markiert, also rosa Farbe markiert in Eclipse. Und dann Player. Dann müssen wir jetzt Player importieren. Dafür gibt es Org Bucket Entity. Und damit hätten wir jetzt den Player abgefragt. So. Um jetzt halt bei dem Player, wenn es nicht ein Player ist, eine Ausgabe zu machen, schreiben wir nach der geschlossenen Klammer ein else, was ja halt so viel heißt wie sonst. Und geben dann halt in der Konsole aus, wie wir es schon vorgemacht haben, über system.out.println halt eine Message aus. Somit wird jetzt halt in der Konsole wieder eine Nachricht ausgegeben, das habt ihr ja schon im letzten Tutorial gelernt mit dem onDisable. Und in diesem Tutorial nutzen wir es halt wieder. Und in diesem Fall geben wir dann aus, du bist kein Spieler. Spieler, Ausrufezeichen. So, und jetzt in diesem Part, weil wir hier wissen, dass der Sender ein Spieler ist, können wir auch ohne Probleme schreiben Player P gleich in Klammern Player Sender. Warum in Klammern Player? Das erklärt sich jetzt. In Klammern Player bedeutet, dass wir halt jetzt diese Variable, die wir hier haben, die ja Sender ist, ist ja ein Comment-Sender, die casten wir zu einem Spieler. Das heißt, die Variable wird zu einem Spieler umformatiert. Weil wir wissen, dass in diesem Fall ja der Sender ein Spieler ist, weil wir ja vorher abgefragt haben, ob er halt ein Spieler ist, können wir das hier unten setzen. Ja, gut. Und jetzt wollen wir halt abfragen, ob ein bestimmter Comment eingegeben wurde. Und dafür machen wir zum Beispiel if, dann haben wir cmd.getName
equals ignore case. Und dann können wir jetzt den Comment-Namen eingeben. Zum Beispiel jetzt hier Tutorial. So. Damit haben wir jetzt halt den Tutorial-Comment. Und ja, dann soll er halt jetzt was an den Spieler senden, eine Nachricht zum Beispiel. Und dann können wir machen p.sendMessage. Damit senden wir dem Spieler eine Nachricht. Und ja, jetzt können wir hier zum Beispiel reinschreiben. Hallo, ich bin das Tutorial-Plugin. So, das Ganze ist jetzt hier halt farblos, das heißt, es wird eine weiße Nachricht erscheinen. Wir können das Ganze aber auch farbig machen. Dafür kann man mit Color Codes arbeiten. Ihr kennt die sicher schon mit den Unzeichen von irgendwelchen Schildern oder so oder auf anderen Servern, wo ihr halt mit einem Unzeichen auf einem Schild dann halt Text farbig machen könnt. In dem Quellcode muss das mit einem Paragraph gemacht werden oder mit Chat Colors. Die Paragraphenmethode ist die einfachere Methode in diesem Fall, weil die von Bucket auch akzeptiert wird und automatisch umgewandelt wird. Beziehungsweise auch von Minecraft umgewandelt wird. Bei der Chat Color Methode wird es zwar auch direkt umgewandelt, der Punkt ist aber, wir haben nur einmal, müssen halt immer wieder machen Chat Color .gold und dann kommt danach die Message und dann ist die halt diese Message Gold. Und es ist halt immer schwierig, dann das anders zu machen. Und deswegen können wir es besser machen, dass wir jetzt hier vor ein Paragraph 6 setzen. Und damit dann ist auch genau die kommt es genau das gleiche bei raus als mit der Chat Color. So. Um die Chat Color jetzt hier zu entfernen, entfernen wir einmal jetzt die Chat Color hier raus. So. Und ja, damit würde jetzt halt diese Nachricht kommen. Und ich möchte aber noch einen zusätzlichen Comment einbringen, einfach aus dem Grund, weil wir jetzt hier haben wir nur eine Methode, also in der Abfrage drin. Und ja, ich möchte halt aber jetzt noch Argumente hinzufügen. Und dafür machen wir nochmal einen zweiten Comment, der war dann if cmd.getName mit equals ignore case und dann jetzt zum Beispiel test. Und damit hätten wir so einen Test-Comment. So, und jetzt möchten wir aber, dass zum Beispiel der Test-Comment Test 1 und Test 2 kann. Und dazu machen wir es halt uns ganz einfach. Wir fragen einfach ab if, sagen args.length gleich gleich 1. Damit fragen wir ab, ob halt noch ein Argument da dran hängt. Wenn wir hier einmal diese args-Liste und wenn wir hier den Comment. Der Comment ist ja sozusagen indirekt unser erstes Argument, in diesem Fall Test. So, und jetzt soll man Test 1 und Test 2 eingeben können. Das heißt, es gibt ein Argument. In diesem Fall fragen wir dann deswegen ab, ob die Länge der Argumente, also die Länge von dieser String Array, gleich gleich 1 ist, also sozusagen noch einen zusätzlichen Wert enthält. Und dann können wir jetzt halt hier abfragen, fragen if in Klammern args, in eckigen Klammern 0, weil 0 in Java, also man startet halt immer bei 0. Das heißt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter und so fort. Das heißt, unser erstes Argument ist in eckigen Klammern 0. Also if args in eckigen Klammern 0, Punkt, equals ignore case. Und dann jetzt in diesem Fall, wir sagten ja 1. Dann gibt er jetzt uns die Nachricht aus, jetzt zum Beispiel mit dem und 6. Und, sonst können wir noch eine else if machen. Else if args in eckigen Klammern 0, Punkt, equals ignore case. Und in diesem Fall dann 2. Dann geben wir das Ganze halt in einer anderen Farbe aus. Zum Beispiel rot. Dann machen wir hier oben vielleicht so noch ein helles Blau raus, dann sieht das ganz toll aus. So, dann hätten wir jetzt hier jetzt halt die Möglichkeit, dass wir nachsagen können, wenn das Argument halt in diesem Fall nicht eins von den beiden ist, weil wir haben ja auch gefragt, if args in eckigen Klammern, wenn das erste Argument 1 ist, oder also sonst, wenn das erste Argument 2 ist, sonst. Das heißt, in dem Sonst-Teil können wir jetzt zum Beispiel dem Spieler die Nachricht senden, dass er halt in diesem Fall die Nachricht anders eingeben soll. Also zum Beispiel, bitte gebe die Nachricht wie folgt ein, Doppelpunkt. Dann machen wir jetzt den anderen Color-Kurs, damit können wir auch innerhalb einer Zeile die Farbe verändern und dann halt slash test und dann hier 1/2.
als Auswahlmöglichkeiten. Und somit hätten wir jetzt halt unsere Auswahlmöglichkeit. Und hier haben wir noch das Arcs Length gleich 1. Danach können wir auch nochmal einen else machen. Und dann können wir halt else sagen, nochmal hier, bitte gib ihm die Nachricht wie folgt ein, weil er hat ja dann hier entweder zu viele Argumente oder zu wenig Argumente gemacht. Denn er fragt ja immer ab, ob es nur 1 ist. Wenn jetzt zum Beispiel 2 Argumente da wären, würde auch hier unten hinfallen. Wir können jetzt deswegen ein größer gleich machen. Somit würde auch alles nach der 1 abfangen. Der Möglichkeit 1. Wir können aber auch halt ein kleiner gleich 1 machen. Dann würde auch die kleineren abfangen. Dann würden wir aber Fehler bekommen, wenn Argument 0 in diesem Fall falsch gesetzt ist. Und deswegen machen wir ein gleich gleich. So, und damit hätten wir unsere ersten Comments gemacht, nämlich Tutorial und Test. Deswegen können wir jetzt einmal das hier abspeichern. Müssen aber noch einmal an der Plugin-YML arbeiten, denn wir haben die Comments noch nicht festgesetzt. Dazu schreiben wir jetzt bei den Comments einmal hin. Tutorial. Damit wäre der Tutorial-Comment drin. Und dann können wir jetzt hier runter Description schreiben. Description. Und dann, dies ist ein Tutorial-Comment. Und dann können wir jetzt hier drunter nochmal einen neuen Comment schreiben. Das ist ja unser Test-Comment, den wir auch gemacht haben. Und dann schreiben wir auch hier in Description. Und dann, dies ist ein Test-Comment. Bitte beachtet, dass ihr bei den Comments, in dieser Datei, der Plugin-YML, keine Umlaute setzen dürft. Also kein Ü, kein Ä, kein Ö. Und ich glaube, so ein SZ geht nicht. Kann aber sein, dass es geht. Ganz sicher bin ich mir nicht. Deswegen da halt aufpassen. Und ihr müsst aufpassen, dass bei diesem Description und Tutorial, dass es genau in dieser Anordnung ist. Also vor Tutorial, also vor dem Comment immer 2 Abstände. Und dann vom Tutorial weg 2 Abstände und dann Description einrücken. Anders wird ihr das nicht fressen. Also vielmehr unser Plugin nicht fressen. Ja. Dann können wir das Ganze auch abspeichern und dann können wir das Ganze exportieren. Als Tutorial auf dem Desktop. Und dann brauchen wir einmal unseren Testserver. Den ziehe ich jetzt einmal hier rüber. Den haben wir hier gehabt. Da, Testserver. Und haben wir unser Tutorial-Plugin drin. Und da ziehen wir jetzt die neue Version des Tutorials rein. Kopieren und ersetzen. Und starten einmal den Server. Dann starte ich jetzt mal Minecraft. Wenn der Server startet. Und dann können wir das Ganze mal austesten. So. Seht schon, der Server ist einwandfrei geladen. Also wir haben jetzt hier keinen Fehler in der Konsole bekommen. Das heißt, wir haben keinen Fehler in der Plugin-YML gemacht. Sonst hätte er nämlich rumgemosert. Und dann können wir jetzt einfach hier auf den Test-Server connecten, den wir schon haben. Man sieht auch, wir sind jetzt beigetreten. Ich mache das jetzt einfach mal größer, damit man es besser sehen kann. Und man sieht hier auch die Welt. Jetzt können wir den eigenen Tutorial. Dann seht ihr auch, hallo, ich bin das Tutorial-Plugin. So, jetzt wollen wir das Ganze nochmal mit Test eingeben. In dem Fall /Test. Dann meldet er, bitte gebe die Nachricht wie folgt ein. Das heißt, im Quellcode sind wir gerade an dem Punkt, dass wir hier nicht die Argumentenlänge 1 haben und deswegen gibt er das aus. Jetzt können wir einfach machen, dass wir Test 3 eingeben. Passiert folgendes, er springt hier hin, weil wir nicht 1 oder 2 eingegeben haben. Wenn wir jetzt aber 1 eingeben, kommt das Ganze in blau. Geben wir 2 ein, kommt das Ganze in rot. Und somit könnt ihr es auch zwischen den Argumenten unterscheiden. Ich werde deswegen nochmal im nächsten Tutorial nochmal auf die Comments weiter eingehen und wir nochmal ein bisschen mit Argumenten rumspielen und noch ein paar Funktionen machen. Und wünsche euch das, dann viel Spaß jetzt beim Ausprobieren mit eurem derzeitigen Wissensstand. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dahin, tschüss!